Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JB Cars TV und ich freue mich so, denn Gina, mein Auto, ist endlich wieder funktionstüchtig. Gott, ich freue mich so darüber. Es hat eine Weile gedauert, weil wir mussten es zuerst reparieren und dann sind noch andere Dinge in den Weg gekommen. Aber jetzt möchte ich euch schnell ein Update geben, was neu an dem Auto ist, was gemacht wurde, damit ihr eine Ahnung davon habt. Also was genau war bei dem alten Auto passiert? Nun, ganz einfach, der Zahnriemen ist gerissen. Dadurch sind die Kolben in die offen stehenden Ventile reingerauscht und somit war vom alten Motor leider nichts mehr zu retten. Deswegen mussten wir ein Ersatzauto kaufen, oder besser, ich musste ein Ersatzauto kaufen, aus dem wir den Motor rausgebaut haben, dann aus diesem Auto den Motor rausgebaut haben, dann den Motor aus dem Schlachterauto hier reingebaut haben und dann noch ein paar weitere Teile verwendet haben und die will ich euch jetzt mal zeigen. Zuerst zum Motor. Es ist derselbe 1,6 Liter Twin Spark, der vorher auch drin war mit 120 PS, einfach damit das Ganze problemlos über die Reihe geht. Aber dieser Motor hat 23.000 weniger Kilometer. Um genau zu sein, hat er genauso viele Kilometer, wie als ich das Auto neu gekauft hatte. Das heißt, ich habe jetzt wieder ungefähr 23.000 Kilometer, bis ich einen neuen Motor brauche. Mit dem Ersatzauto kamen ein paar weitere Teile inklusive, unter anderem ein neuer Endtopf. Jetzt habe ich einen echten, originalen Remus Endtopf. Das heißt, er schaut jetzt besser aus und er hat einen besseren Sound. Vor allem in den Drehzahlen um die 2500 Umdrehungen hat das Auto jetzt einen richtig brummenden Sound. Er klingt wirklich gut jetzt, obwohl es nur ein kleiner süßer 1,6er Quietschi-Motor ist. In dem neuen Auto waren noch ein paar Ledersitze drin, aber wie ihr seht, habe ich diese nicht verwendet. Das hat den einfachen Grund, die Stecker passen nicht zusammen und Ledersitze wiegen pro Sitz ungefähr 20 Kilo mehr. Und dafür, dass ich dann einfach einen kalten Lederarsch habe, da lohnt sich das nicht. Was ich aber habe, sind ein paar neue Teppiche, die deutlich besser aussehen wie vorher. Neben dem Auspuff ist eines der besten neuen Teile von dem Schlachterauto die neuen Einstiegsleisten. Das sind echte TI-Einstiegsleisten und sie machen das Einsteigen in das Auto einfach so viel besser aussehend. Es ist zwar keine Veränderung speziell von dem anderen Auto, aber ich habe kurz bevor das Auto kaputt ging, komplett neue Winterreifen gekauft. Inklusive Felgen. Das sind dieselben Felgen, wie ich auch auf den Sommerreifen drauf hatte. Heißt, das Auto schaut jetzt das ganze Jahr genauso schön aus, wie es immer aussehen soll. Das sind eigentlich alle neuen Teile, die auf das Auto verbaut wurden. Im Grunde ist es noch dasselbe Auto. Es sieht von außen und von innen fast genauso aus wie vorher, aber es ist generell ein bisschen verbessert worden. Im Grunde freue ich mich eigentlich nur, dass das Auto wieder funktioniert, weil jetzt habe ich wieder einen Weg von A nach B zu kommen. Ich möchte eigentlich die Gelegenheit kurz nutzen und über den Elefanten im Raum reden. Das Coronavirus. Überall ist es in den News und auch mich beeinflusst es ein kleines bisschen. Aber ich habe noch genug Videos vorrätig, dass ich es vielleicht schaffen könnte. Sollte die Krise nicht so lange sein und sollte sie länger sein, dann schaffe ich es auch noch ein paar Videos zu schneiden und filmen. Also ich glaube nicht, dass es ein so großes Problem ist. Aber erwartet jetzt keine großen Team-Up-Videos wie Cheap-Car-Challenges oder andere große Projekte, weil ich darf mich einfach nicht mit fremden Personen treffen, die nicht bei mir zu Hause wohnen. Es wird ein bisschen schwieriger in der nächsten Zeit. Die Videos, die jetzt kommen, sind vorher gefilmt worden. Aber ich denke, dass trotz dieser ganzen Hektik und Hysterie ich trotzdem euch Videos bringen kann, so wie ihr sie erwarten würdet. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen von diesem Update. Wenn es euch gefallen hat, dann driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf dem Like-Button und ich sehe euch in den nächsten Videos. Ciao. Bleib.